Mal wieder nichts Neues an der Elbe. Krisenstimmung beim Hamburger SV, den direkten Wiederaufstieg verpasst. Die bittere Realität heißt, ein weiteres Jahr Zweitliga-Fußball. Wenn man den überflüssigsten Nichtaufstieg der Fußballgeschichte zu verdauen hat, das lässt niemanden kalt und schon gleich gar nicht mich. Der taumelnde Traditionsklub, noch zur Winterpause Tabellenführer, dann folgte der totale Leistungseinbruch. Kein Sieg in den letzten 8 Ligaspielen. Es handelt sich hier mal aus meiner Sicht ganz eindeutig um ein Systemversagen. Das hat, wie gesagt, mit einzelnen Personen natürlich auch zu tun. Aber offensichtlich ist das gesamte Sportsystem irgendwann im Winter hat es begonnen zu kollabieren und ist bis am Sonntag nicht wieder auf die Beine gekommen. Und so wird beim Hamburger SV mal wieder das angekündigt, was immer in solchen Situationen angekündigt wird. Alles auf den Prüfstand. Eindeutig. Natürlich ist der Trainer mit im Boot, wie jeder andere auch hier mit im Boot ist. Ja, da nehme ich mich gar nicht aus. Da sind wir alle mit im Boot. Und wir werden das aber in aller Ruhe, aber ganz zügig, weil wir haben in 4-5 Wochen Trainingsauftakt für die zweite Liga, werden wir das analysieren und dann werden wir auch die aus unserer Sicht notwendigen Entscheidungen treffen, die nötig sind, damit wir wettbewerbsfähig sind im nächsten Jahr. Immerhin, ein finanzieller Kollaps droht vorerst nicht. Das droht auf gar keinen Fall. Ja, also was wir gemacht haben in den ganzen anderen Bereichen, mit den HSV wieder gut wirtschaftlich aufgestellt. Wir haben die Lizenz ohne Probleme für beide Ligen bekommen. Wir haben eine Einigung mit Herrn Kühne erzielt. Wir haben die Anleihe platziert. Wir werden auch im nächsten Jahr in der Lage sein, einen der zwei, drei Top-Kader in der Liga zu finanzieren und werden auch wirtschaftlich handlungsfähig sein. Aber auch das ist wieder aus meiner Sicht völlig viel zu kurz gesprungen. Wir haben am Sonntag gespielt mit einem Kader von 27 Millionen Euro gegen einen Kader, der irgendwas zwischen 11 und 12 liegt und waren unterm Strich chancenlos. Also das ist also mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht zu erklären. Der HSV im Mai 2019, man hatte sich das alles ganz anders vorgestellt. Statt Aufstiegsfreude und Bundesliga-Rückkehr mal wieder Krisenstimmung.